Hallo, hört ihr mich? Oh, mein Rücken tut mir so weh. Ich spüre meine Füße nicht. So, okay. Nehmen wir mal zu viert. 1, 2, 3. Kommst du herum? Wisst ihr, was ist denn passiert? Zur Verfügung stehen und der Ole hat den verlassen. Kann man helfen? 44 Euro erfährt? Und dann ist der dabei schon alles zugestellt, dann ist gescheit, dass du weiter noch nicht gehst mit dem, muss nicht gestört sein. Was tust du jetzt? Ich tue jetzt einen Wunderflug drauf, dass das alles dann abwickelt. Jetzt kriegt es noch einen Saugkörper im Prinzip, beziehungsweise Druckkörper, dass die Wunden In Kirchschlag findet zum ersten Mal der österreichweite Bewerb des Feuerwehrmedizinischen Dienstes statt. Was erwartet euch jetzt für den Bewerb? Wir erwarten sich von dem Bewerb vor allem das, was im Vorfeld läuft, nämlich das, was in den Feuerwehren geübt wird, geprobt wird für den Ernstfall und am Bewerbstag dann ihr Können unter Beweis stellen. Wie ist mit den Teilnehmerzahlen zufrieden fürs erste Mal oder habt ihr euch mehr erwartet? Wie wir vor einem guten Jahr das erste Mal beieinander gesessen sind, haben wir gesagt, naja, wenn wir 8 Trupps kriegen, passt. Es sind 14. Also ich glaube, das sagt alles. Also mir wird jetzt gerade ein wenig schlecht, das sage ich. Ach, das tut weh. Mann, ob das wieder wird, das ist ja gut. Psychische Betreuung war da, kühlen, war da, verbinden, perfekt. Zuhören, Frischluft. Was soll ich jetzt sagen? Das Einzige, was ich in der Frage ist, Verbrennungsgrad, was schätzen wir denn? 2, 3. Ja. Hey, sensationell. Schönen Dank. Station, was tust du am Neider? Wenn du alleine bist? Achso, ja, dann mache ich einen Hilferuf, Alter. Hilferuf? Erster Bewerb, Feuerwehrmedizinischer Dienst in Kirchschlag. Was sagst du dazu? Also mein Resümee ist einmal kurz und bündig, er ist gut vorbereitet und aufbereitet. Die Figuristen, die arbeiten gut, trennen die Tieren und die in Ohnmacht fallen, das ist ganz klasse gestellt, aber auch heraus der Verkehrsunfall, mir gefällt das, weil es sehr praxisnah ist, die ganze Geschichte, und sie wird sehr wohl bewertet, und was das Schöne daran ist, es wird nachher in einem gemeinsamen Gespräch quasi eine Verbesserung geben, und das gefällt mir ganz besonders.
Hast du das Gefühl, dass die Leute, die Trupps, aus dahergekommen sind, gut vorbereitet sind? Ich bin heute bei der zweiten Veranstaltung des Bezirksfeuerwehrkommandos und ich bin der Überzeugung, dass die, die da sind, in Kirchschlag, wirklich gut vorbereitet sind auf diesen Bewerb des Feuerwehrmedizinischen Dienstes und ich bin auch der festen Überzeugung, dass alle das mit Bravour schaffen werden. Ja, hätte ich jetzt ausgehen können. Ja, das ist ja für jeden Fall. Schauen wir, dass wir die dann aus dem Abtasse kriegen. Sind die Türs frei? Ja, die sind frei. Wir werden sie jetzt aus dem Auto raus hin. Ja. Nicht checken. So, geht's mit den Füßen? Ich muss da gleich decken hin. Ich möchte einmal auf der einen Seite an Uli vor allem und euch einmal Dankeschön sagen. Und ein paar Worte einfach zu dem, wie das entstanden ist mit diesem Bewerb. Wir sind, da sage ich mal vor allem die drei Oberamtsleute und ich, wir sind vor einem guten Jahr andauernd beieinander gesessen, mal bei einem kleinen Bierchen und haben überlegt, was könnte man tun, damit das der FMG, wie soll ich sagen, ein Highlight kriegt. Wir haben auf der einen Seite das Highlight des, der Feuerwehrmedizinischen Tagung in Bad Leonfeldung. Jeder Abschnitt hat eine Station ausgearbeitet und da vor allem der Abschnitt Oben sein, die was die Station der Waldburger Vulkan ausgearbeitet hat. Danke an alle anderen Figuranten. Ich war die Spitze. Da habe ich einen Figuranten, der ist momentan nicht da zum Wasser hin. Das ist der komische, der was da keinen Trend hat, der was der Wasserkugel da. Wunderbar.